Kollege Christoph Skutella. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir lehnen den vorliegenden Gesetzentwurf ab. Wir stehen in der Forstwirtschaft tatsächlich derzeit vor ganz anderen Herausforderungen. Zum Beispiel die vorliegenden Vorschläge der EU-Kommission zur europäischen Forststrategie, die massive Einschränkungen für unsere Waldbesitzer und die gesamte Forstwirtschaft mit sich bringen. Weder Debatten über Windkraft im Wald noch ideologisch geprägte Diskussionen über Schalenwildmanagement bringen uns hier in irgendeiner Art und Weise weiter. Alles andere habe ich bereits in der ersten Lesung ausgeführt. Wir lehnen ab. Herzlichen Dank. Es gibt eine Zwischenbemerkung von Herrn Kollegen Wienhardt, AfD-Fraktion. Ja, werter Kollege Skutella, haben wir es uns heute wieder besonders kurz gemacht, gell? Jetzt kriegen Sie natürlich auch von mir nochmal die Chance.